Guten Tag, Leute. Ja, heute ist der, ich weiß gar nicht, welcher heute ist, 10. April. Und wir fahren heute wieder in die Nähe von Porschdorf. Vielleicht kennt ihr meinen Vlog noch, den verlinke ich euch hier oben jetzt mal. Da könnt ihr mal aufklicken. Wie gesagt, wir fahren in die Nähe von Porschdorf, besser gesagt nach Bad Schandau. Dort werden wir Fahrrad fahren und wir gehen da in die Therme vielleicht. Und ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal los und ich muss noch ein paar Sachen packen, aber das soll uns ja nicht weiter stören. Wir sind in unserem Hotelzimmer angekommen und wir wurden sofort mit einem wunderschönen Gedicht begrüßt. Und das werde ich euch jetzt nun vorlesen. Märchenstunde mit Yamira. Er ist. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch von fern, ein leiser Hafenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen. Eduard Mörike. Das war die Märchenstunde mit Yamira. Jedenfalls kann ich euch ja jetzt mal mein schönes Zimmer zeigen. Hier ein Bett, sogar mit Latschen, Bademantel und Handtüchern. Dort haben wir eine Stehlampe, die man hier, glaube ich, anmachen kann. Hier Stehleuchte. Achso, da ist die Stehleuchte. Ja moin. Ausmachen. Nachttisch. Geht nicht. Die ist kaputt. Dann habe ich hier einen Fernseher, einen kleinen Arbeitsplatz, da könnte ich meine Videos drin schneiden. Oh, ist ja wieder so ein Schaltkasten. Geht's jetzt vielleicht? Tischleuchte. Nice, passiert immer noch nichts. Stehleuchte. Oh, geht hier die Flurleuchte. Angegangen. Cool. Jedenfalls, dann ist hier noch ein schönes Schränkchen. Hier ist eine Tür, die man schließen kann. Und da ist irgend so ein komischer Abprallknauf. Dahinter ist noch ein Schaltkasten. Nachttisch. Oh, sie geht an. Hä? Da war die aber kaputt. Alles klar. Da leuchtet sie. Jedenfalls, das war mein Zimmer. Aber ich zeige euch auf alle Fälle noch viel mehr in einem anderen Video. Also sehen wir uns, glaube ich, gleich. Und jetzt sind wir gerade draußen. Ihr müsst mich mal ein bisschen gegen den Wind stellen. Wir sind jetzt gerade draußen, gehen ein bisschen spazieren und sind hier an der Toskana-Therme. Und da hinten zieht eine dunkle Wand auf. Nice. Vielleicht fängt es ja gleich an zu regnen. Ich freue mich nicht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Als hätte ich es nicht vorausgesehen, jetzt regnet's. Nice, die Kamera wird nass. Alles klar, ich glaube, wir sehen uns im Hotel. Jetzt aber, Leute. Wir sind wieder im Hotelzimmer. Und genau als wir im Hotelzimmer waren, hat es aufgehört zu regnen. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Chips geholt und Wasser. Und jetzt gucke ich nochmal schnell auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Und suche schon mal die ersten Fragen für mein neues Hashtag FragYamira raus. Was am Sonntag rauskommt, dann schreibe ich das Skript. Und dann gehen wir erstmal ins Schwimmbad, glaube ich. Ich glaube, wir sehen uns wieder, wenn ich aus dem Schwimmbad komme. Good morning, Leute. Ja, ich weiß, es war ein großer Zeitsprung. Ich habe ja gesagt, dass ich mich eigentlich nach dem Wellnessen wieder melde. Aber das habe ich leider nicht gemacht. Schade. Auf alle Fälle, jetzt gehen wir Radfahren. Wieder mal. Und dazu müssen wir erstmal rausgehen. Ja, Leute, wir stehen hier gerade am wunderschönen Wasserfall. Wir sind gerade in der Tschechischen Republik und fahren jetzt weiter durch den Nationalpark. Und ja, hier geht es jetzt den Berg rauf. Ich glaube, wir sehen uns gleich, und meine Brille beschlägt gerade. Nice. Nach Bad Schandau. 22 Kilometer nach da. Und kaum waren wir in Tschechien, sind wir auch schon wieder in Germany. Wow! Nice! Geile Optik, oder? Hm? Jo, Leute, wir waren gerade beim Zeughaus essen. Ich hatte eine riesen Bockwurst mit Brötchen. Und jetzt fahren wir weiter nach Bad Schandau. Das sind noch ungefähr, grob geschätzt, 12 Kilometer. Und dann geht es noch ein paar steile Berge auf und ab. Und wir fahren durch die Natur und bla bla bla, ihr wisst ja schon.
Ja, Leute, wir sind jetzt wieder von der Fahrradtour zurück. Das waren 40,7 Kilometer in 2,5 Stunden reine Fahrzeit. Aber jetzt gehen wir einen Kuchen essen. Cool. Jo, Leute, wir sind wieder da. Hat mir gut geschmeckt. Ich habe einen Käsekuchen gegessen. Auf alle Fälle gehen wir jetzt gleich nochmal in den Wellnessbereich. Man sieht nicht, ich bin richtig müde, oder? Auf alle Fälle, wir gehen gleich nochmal in den Wellnessbereich. Und dann geht es morgen weiter. Vielleicht fahren wir nach Dresden, vielleicht gehen wir wandern. Morgen soll es wahrscheinlich regnen, aber wir schauen einfach mal. Und das war es soweit von diesem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir auf alle Fälle ein Abo und natürlich einen Like, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann kann ich nur sagen, have a nice day und ciao.